Ist euch schon mal aufgefallen, dass Peter Zwegert noch nie Ausländer besucht hat? Heute ist es soweit. Wir sind unterwegs im wunderschönen Celle in Niedersachsen und besuchen die albanische Familie Mustafi. Schönen guten Tag, mein Name ist Peter Zwegert, ich arbeite für RTL, komme in Auftrag von Küsengs TV und zwar bin ich heute das erste Mal bei einer ausländischen Familie. Da komme ich schon jetzt der Schweiß runter, auch noch bei der albanischen. Ich bin hier im kleinen Celle, irgendwo. Ich weiß jetzt echt nicht, wo ich bin. Irgendwie werde ich die Familie Mustafi schon finden, ne? Familie Mustafi! Mustafi! Hallo? Steh nur auf! Schlaf, ey! Schönen guten Tag, dürfte ich mir mal vorstellen? Wer bist du? Was willst du? Gehst du weg von meinem Grundstück? Weg von meinem Grundstück, habe ich gesagt. Bist du ein Gerichtsvollzieher oder was? Was bist du? Ganz ruhig, Herr Mustafi, ich bin's, der Peter Zwegert. Sie haben mich gerufen. Ah, Peter, vom Fernsehen, von RTL. Kommst du rein, Boyaktor? Komm rein. Peter, kommst du rein, aber pass auf Boden liegt ein deutscher Pass, musst du rübergehen. Willst du einen Trinks? Kommst du rein. Hey, Peter Zwegert, ich merke dir, ich bin von RTL, ich merke dir, right? Peter, wie geht's? Von Kuhin, how's it my Frisur? Sie haben mich gerufen, ich bin nicht. Wie kann ich helfen? Familie Abdullahi waren Sie jetzt nicht, ne? Virati? Okay, da haben wir sie ja. Wie kann ich Ihnen denn so helfen? Was haben Sie, was liegt Ihnen an Herzen? Wie Sie uns helfen können, ich habe für Sie drei Worte. Raus. Schuldenfolie. Eine Folie, wo einmal, wenn du unten bist, in dieses Loch, klapp und dann schnappt ab. Wie haben Sie diese Schulden gemacht? Erstmal in Soma. Wenn es nichts galt, ich gehe runter Kosovo und hole mir teure Autos. Und Sie? Markus. Dieser Markus, Stiefbruder. Wir haben ihn adoptiert, weil Markus im Kinderheim aufgewachsen ist. Deswegen, Markus, erzähl bitte, was du auch probiert hast. Ja, ich bin der Sündenbock hier in der Familie, wie du schon gehört hast. Kann ich das verstehen? Ich habe 2 Wochen früher mal Fußball gespielt und kenne mich sehr gut mit Fußball aus. Da habe ich gesehen, dass Deutschland gegen Helgoland spielt. Und da habe ich natürlich auf Deutschland getippt, weil die Quoten bei Tipico bei 1,2 waren. Da war das passiert. Helgoland hat 7-1 gewonnen. Wer hätte das gedacht? Da kannst du doch auch schon was zu Hause hier los machen. Mit 0 Euro und 50.000 Minus, ey. Wissen Sie denn, wie viel Sie an Schulden haben? Wie gesagt, 60.000 Euro plus Minus und 5 Euro. Und das Finanzamt hat uns auch im Visier. Autoversicherung nichts bezahlt, Steuern nichts bezahlt. Beim Thema Einnahmen habe ich eine gute Idee, ey, ich habe einen Schein gemacht, ne? Natürlich, auf Deutschland habe ich getippt. Das sagt ja, das wird richtig sein. Falls der jetzt falsch sein sollte, gar keine Sorge, da habe ich noch einen Schein, ey. Das ist einfach ein Schein. Ja, Markus. Da wird safe sicher sein. Und falls das alles nicht klappen sollte, habe ich nochmal hier einen Vertrag zwischen mir und Manuel Neuer, dass wenn Deutschland spielt, dass er 2 Eigentore machen soll, ey. Wir haben jetzt hier 60.000 Euro minus und hier 80.000 Euro plus. Nein, gib mir mal Ihre Ordner mit. Ich muss einen Einblick haben, was für Schulden, wie die gemacht worden sind und wo sie sind. Dann kann man da was machen. Pink. Sie sehen mich in 2 Wochen wieder. Ich werde das zu Hause nachgucken. Tschüss. Herr Zwegert, wo sind Sie? Ich muss echt überlegen, wie hole ich die Mustafis aus der Scheiße, ey. Scheißpenner von RTL, ey. Nicht mal ein Auto stellen sie mir zur Verfügung, ey. Taxi! Hey! Hier schreiben wir einmal die Schulden auf. Schreiben wir einmal ganz kurz hier die Einnahmen. Tipico, vielleicht 50.000 Euro, maybe. Man weiß noch nicht, der Schein ist noch nicht durch, aber die Familie hofft drauf. Spielhalle, vielleicht 100.000 Einnahmen. Man weiß es nicht, man spekuliert, aber wir nehmen das mit auf. Ausgaben, Autos, 2 Millionen Euro. Man weiß nicht, woher die Familie das Geld hat, aber sie geben es aus. Fußballstutzen, 5.000 Euro. Ich rechne mal ganz kurz im Kopf aus, das kommen Eigenstände nach rechts. Ein nach links, ein im Sinne. Gut, 12,50 Euro haben wir hier raus. Ich bin Peter Zwegert, ich helfe der Familie Mustafi aus den Schulden. Diese 12,50 Euro, die kriegen wir noch gebacken. So, meine Freunde, wir sind auf dem Weg hier zur Familie Mustafi. Ich weiß, wie wir die aus den Schulden rauskriegen. Ich habe zu Hause mir alles nachgerechnet und wir schaffen das diesmal. Sag mal, was ist denn hier passiert, ey? Gestern stand hier nicht ein Auto und jetzt stehen hier auf einmal 10 Autos oder was? Hallo, Herr Fatmir. Guten Tag. Hallo, wie geht's? Hier ist Kollege. Wie können Sie mir das hier erklären? Gestern sitzt du noch zu dritt auf die Baustelle mit dem Fahrrad gefahren. Ich habe hier ausgerechnet, wie ich Ihnen aus den Schulden helfen kann. Und was machen Sie?
und jetzt haben sie hier im Fuhrpark stehen. Nein, nein, unterschiedliche Schichten. 6 Uhr aufstehen, ihr 7 Uhr, dieser Anschlag 10 Uhr. Immer unterschiedlich, deswegen. Immer, jeder braucht eine eigene Auto. Wie? Sie arbeiten? Ich arbeite 400 Euro Basis. 450 Euro? Der Rest, so, du weißt. Wenn ich jetzt mal sagen würde, ich komme mal vielleicht einen Tag mithelfen. Ja. Wie sieht's aus? Komm mal mit, wir zeigen dir. Wohin gehen wir denn? Komm, wir zeigen dir, komm mit. Komm. Ruhig, ganz ruhig, das hat ganz schön weh, ey. So, ich bin Peter Zwegert, wir haben das Problem geklärt, ich gehe den Jungs erzählen auf der Baustelle. Wir sehen uns beim nächsten Mal, Leute. Tschüss. Schönen guten Tag, Peter Zwegert hier. Spreche ich dann mit dem Dieter Bohlen? Tag Bohlen. Hallo Dieter, Peter hier. Ich habe ein Anliegen und zwar, ja, ich möchte fristlos kündigen. Wäre das möglich, dass Sie vielleicht so einen Aufhebungsvertrag... Wie, was soll das denn? Ganz ruhig, Mensch, Dieter, ey. Ja, gut, ich kündige. Tschüss. Und ab heute verdiene ich viel, viel mehr Geld als du, du Arschloch. Du fasst mich doch an die Füße. Ich habe was Besseres gefunden. Tschüss. Tschüss, du Betrüger. Was für ein Spaß, dir, ey. Komm, machen wir das hier noch zu Ende ganz kurz hier. Herr Zwegert, was machen Sie da? Oh, Kollege, gehst du weg vom Baustil? Was für Zwickel? Mein Name ist Peter Mostofi. Und gehst du jetzt weg vom Baustil? Sonst, ich schwöre dir, ich gebe dir eine bombastische Box, ja? Arschloch, gehst du weg vom Baustil? Gehst du weg vom Schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Mein Name ist Peter Zwegert und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Gehst du weg vom Kamel? Ja, Leute, und vergiss auf jeden Fall auch nicht, Luan abzuchecken. Geht auf seinen Kanal, sein Link ist ganz oben. Vergiss nicht zu liken, zu kommentieren, zu teilen. Und Leute, geht auf Luans Kanal, weg vom Kamel! Weg vom Kamel!